Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Green Skies. So, unser Kuhmelkautomat Nummer 3 steht bereit, um Kühe zu melken. Ich habe jetzt hier nochmal die Kühe hier, die sind schon wieder komisch drauf. Ich habe hier nochmal einen Kuhvermehrungsautomat hingestellt. In der Hoffnung, dass hier noch was geht. Ja, jetzt, wenn jetzt eine Kuh mal davor langlaufen wird, das wäre jetzt echt Knorke. Kuh, komm, geht noch ein bisschen weiter. Jetzt wurde Kuh gemolken, perfekt. Ich verstehe noch nicht, warum der jetzt gerade hier ständig die Milch ausgießt. Du sollst die Milch weiterschieben und nicht ausgießen, du Spacken, du. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das irgendwie anders einstellen kann. Das ist so nicht richtig, wie er das jetzt hier macht. Er soll die Milch ja weitergeben und nicht andere Dinge tun. Guck mal kurz, er hat hier jetzt gerade Round Robin Item Use, Random Use, First Slot Only. So sieht es nämlich aus. Er soll nur den ersten Slot nutzen. Das sollte ich bei allen anderen auch einstellen. Nicht, dass hier Schwachsinn passiert. First Slot Only. Und auch hier First Slot Only. So. Und dann nehmen wir ihm hier die zusätzlichen Buckets weg. So, und auch hier nehmen wir ihm alles, was mehr als ein Stack ist, weg. So, jetzt sollte das eigentlich wieder funktionieren. Kuh läuft hier vor lang, Kuh wird gemolken. Ich bin glücklich. Gut. Da ist wieder eine Bliss. Wie? Hier spawnen unglaublich viele Blisses. So, ich finde es ja gar nicht so schlecht, weil dann kriege ich diese netten Dinger hier. Ja, cool. Gut, hier werden fleißig Kühe produziert. Das finde ich gut. Die Kühe werden auch gleich mal vermehrt. Relativ fix. Gut, jetzt baue ich hier nochmal einen Melkautomat. Einen stelle ich mir hier mal hin. Kuhmelkautomat. Den stelle ich mal so hier hin. So, verbunden. Ich brauche hier mal einen Div, einen davon. Das Ding, das kriegt die Quest. So, dann brauchen wir noch einen Fluid Tank. Fluid Tank, bitteschön. Das Ding hier kriegt von mir 10 Eimerchen spendiert. Ich brauche noch die Item Ducts und die Servos. So, Item Duct. Schwupp. Schwupp, schwupp. Dahin und dann rüber. Okay, die Servos da und da. Die Dinger umdrehen. Dann brauche ich jetzt hier eine leere Hand. Servos weg. Und zwar habe ich hier kein Signal. First Slot only. Das Ding hier kriegt eine Whitelist für Milcheimer. Ich mache einen Eimer. Für Milch. Und zwar einmal einen. Nee, stopp. Ich muss natürlich hier oben hin. Nicht vergessen. Einmal Milch. Was? Wieso ist da jetzt keine Milch mehr drin? Jetzt ist wieder ein Milchbucket. Versteht das einer? Egal. So, Milchbuckets darfst du da oben. Ich dir sage, da oben ist dein Ausgang. Nein, Schwachsinn. Schwachsinn. Was habe ich da gemacht? Das ist Schwachsinn. Schwachsinn. Das ist natürlich falsch. Das ist der Eingang. Das ist der Ausgang. Da oben Ausgang, da hinten Eingang. Und hier in das Servo. Da kommt der Milchbucket rein. So, Milchbucket als Whitelist. Jetzt müsste der eigentlich darüber gehen können. Wahrscheinlich muss ich das Signal noch ausschalten. So, er gibt das dann dahin. Und jetzt muss ich hier nochmal ein Servo reinbauen. Sonst klappert das immer nicht. Jetzt nimmt er das mich rein und raus. Das ist nicht gut. Servo. Und Servo umdrehen. So. Fertig ist die Geschichte. Hier kriegt er für mich nochmal ein Milchbucket spendiert. Jetzt hat er die Buckets drin. Jetzt darf er da. Hat er kein Servo. So, Servo.
The Whitelist Bucket. Jetzt kommt der, kann der Bucket da raus. Da oben brauche ich den Eingang. Dann bringt er den Bucket hoffentlich raus. Dahin, darüber, da rein. Hallo? Bucket? Whitelist Bucket. Bucket. So. Why you no bring Bucket raus? Mhm. Weil hier dieses Ding raus muss. Passt. Wackelt, hat Luft. Okay, probieren wir es nochmal. Wir tun den Milchbucket rein. Milch geht rüber. Milch wird ausgegossen. Bucket geht zurück. Passt. Gut, noch eine neue Milchmaschine. Wo bauen wir uns noch eine hin? Wir können mal hier hinten, in der Ecke stehen sie auch noch ganz gerne. Dann machen wir doch hier auch nochmal so ein Ding hin. Also da und da. Die Item Ducts, wie schon gehabt. Schwupp. Die Servos und den Tank und andere Dinge. So, das Ding. Den Fluid Tank. Ganz vorne liegen. So, dann die Servos. Drei an der Zahl. Eins, zwei, drei. Der kriegt oben einen Eingang. Er kriegt hinten einen Eingang, oben einen Ausgang. Servos konfigurieren und drehen. Das Servo. Whitelist für Milcheimer. Ist das wieder ewig? Ist das doch verbuggt, oder? Das ist doch verbuggt. Milchbucket. Keine Ahnung, warum das hier rumbuggt. Was soll das? Das mag ich nicht. So, du kriegst von mir eine Whitelist für Milkbuckets. Das Ding muss ich umdrehen. Crescent Hammer. So, und das Ding auch umdrehen. Du kriegst für mir eine Whitelist für normale Eimer. Und dann sage ich hier überall noch Whitelist, no signal. Whitelist, no signal. Okay, das geht darüber, das macht so. Hier noch kurz den First Slot Only und dann kriegst du von mir 15 Eimerchen. So, und dann gucken wir mal, wenn wir den Milchbucket reintun. Sollte da gleich Milch ankommen. Die allerdings hier noch nicht raus kann, weil noch nicht konfiguriert. Was? Wieso ist? Die hat noch keine Quest von mir. So, Strong Bones. So, da ist es kein Bucket. Hier sind 16 Buckets. Passt soweit. Sieht gut aus. Noch einmal ein Test. Geht nicht. Milk Bucket. Jetzt ist es wieder ein normaler Bucket. Versteht das einer? Warum dieser Bucket hier nicht funktioniert. Milk Bucket. So. Ich gehe da hin und es ist weg. Okay, der Bucket hier ist verbuggt. Kuh. Ciao. Warum auch immer der verbuggt ist. Weiß der Geier. So. Dann sind wir hier schon mal ganz gut dabei. Wir haben hier einige Milchmelkstationen stehen. Hier aufs freie Feld könnten wir nochmal eine bauen. Ja, komm, eine geht noch. Die Scheiner stand gerne hier vorne zu stehen, dann machen wir es auch in die Richtung. Wenn sie da schon gerne stehen, kriegt ihr da eine hin. So, das, das, das und hier lang, dahin. Fluid Tank, Quest Delivery System und Fluiduct. Quest binden, drei Servos anbringen. Eins, zwei, drei. Die Servos konfigurieren. Whitelist für einen Milchbucket, den ich noch nicht habe. Wir können da mal Buckets reinstellen, dann sollten wir gleich einen Milchbucket haben. Warte, stopp. First Slot Only, bitte. Servo. 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 Und jetzt das Konfigurieren der Servos. Whitelist ignored. Whitelist ignored. Brauche ich von dir nochmal ein Bucket? Hier bitte. Die Eingänge
oben ein Ausgang, hinten ein Eingang. Da ist es richtig, der braucht oben einen Eingang. Und dann die Servos drehen mit dem Crescent Hammer, so und so. Und hier hinten nochmal. Okay. Was fehlt, sind die Whitelists. Hier, Whitelist für einen Eimer. Und dann brauche ich nochmal ein Milchbucket. Oder habe ich dazwischen einen drin? Nein. Gib mir Milch. Dankeschön. Stopp. Ich muss natürlich da oben hin. Nein, da nicht. Hier. Milk Bucket. So. Also ich gebe den Milk Bucket rein. Noch einen. Die Milk Buckets gehen raus. Gehen dahin. Und die Eimer gehen wieder weg. Gehen wieder zurück. Okay. Ich nehme mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nehme mal 5 Eimer mit. Das ist so 11. Ich glaube, so passt es. So, 13 Eimer. Gut, noch eine Milchmelkstation. Feine Sache. Dann lasse ich die Kühe jetzt einfach mal Kühe sein. Ich könnte noch eine bauen, aber ich glaube, jetzt gerade reicht's. Jetzt gerade reicht's, dann machen wir später nochmal weiter. Wir haben hier Kühe. Kühe werden fleißig hier produziert. Hier haben wir ebenfalls Milchmelkstationen. Das ist ganz gut. Ich weiß nicht, warum ich hier so viele Eimer drin habe, aber es funktioniert ja. Von daher ist das ja gut. Hier. First Slot only. Ne, wir lassen es hier einfach. Round Robin. Passt. Wackelt. Hart. Luft. Schöne Sache. So, wie sieht es hier aus? Ich brauche hier mal 8 neue Saplings. Und nehme Zeug mit, das ich gerne hätte. Die hier und die hier. Jetzt kann ich wieder umschalten. So, jetzt kann ich. Ist das hier. Die kommen mit, die kommen mit. Und hier kommen auch die mit. So, 8-mal Sapling. Da nicht. Da bitte nicht. Jep, jep. Jep, jep. Jep, jep. Und dann brauche ich noch einen mehr. Shitbön, bitteschön. Glücklich sein. So. Habe ich inzwischen wieder ein bisschen Sand bekommen? Sand. Immer noch nicht. Alter. Ich brauche doch Sand. So, ich habe nochmal 3 von den Dingern hier. By for the hoarding. Submit 87%. Es fehlen noch 18. Okay. Stopp. Kann nicht schaden, hier mal reinzuschauen. Ist noch nicht so weit. Gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Biom breitet sich da immer weiter aus. Gefällt mir irgendwie nicht so gut. So, wie sieht es hier eigentlich aus? Oh Gott, alles voll. Carbon Comb und Soul Combs. Und ach du Heiliger, ihr kommt nicht hinterher. Das ja, ja, schön oder nicht schön, ich weiß noch nicht so recht. Okay, hier klappt es mit den Dingern endlich wieder. Da ist immer noch voll. Hier kommen die Bäume an. Ja, sieht eigentlich alles gut aus. Sieht alles ganz gut aus. Ich packe jetzt gerade mal, mach mal gerade mein Inventar hier ein bisschen leer, weil mich das gerade ankotzt. Conjured Green Slime machen wir zu Slime Balls. Die Bliss Powder geht rein, mal kurz. Gelit. Oder? Nee. Cryotherm Dust hier. Begin. Craften. Passt schon. So, die rein. Das rein. Die Fackeln brauche ich. Genetic Sample, warum habe ich das dabei? Das. Nein, das Questbook brauche ich noch. Die kommen weg. Questbook. Da brauche ich eins von. So. Kann ich hier ein bisschen sortieren. Petra nach vorne. Ne, die Waffe nach vorne. Petra Dings. Schaufelchen. Okay, so sieht das Inventar schon besser aus. Genetic Sample bringe ich mal weg. Was hat er jetzt schon? Alter! Die kommen nicht hinterher mit dem Scheiß. Was habe ich da jetzt schon wieder drin, dass du so tonnenweise rumflattert? Molten Aluminium, Molten Silver, Platinum, Nickel. Das Silber kann er wahrscheinlich wieder nirgendwo ausgießen, oder? Nur noch da. Okay, dann helfen wir mal wieder nach. Schwupp.
und sagen, hey, hey, so und so. Passt. Okay, das sieht gut aus. Ja, ich gehe jetzt mal hin und stelle hinten ab, dass er Glas produziert, weil ich brauche jetzt mal ein bisschen Sand. Ich brauche jetzt mal wieder ein bisschen Sand, sonst ist hier Schluss mit lustig. Da macht das, da sammelt er fleißig. Ich brauche mal ein Sign, denn sonst weiß ich nachher nicht mehr, dass ich da Sand produziere, Glas produziere. Sand zu Glas. Dann. So. Da wird Kohle produziert. Hier macht er gerade gar nichts, weil er den Dirt nicht rauswirft. Da ist er fleißig dabei. Ja, da sind wir dabei. Da ist prima. Viva lalalala. Wie sieht es hier eigentlich aus? Kommt der hier? Okay, er hat ja einiges an Seeds drin. Hier. Ja, ach, die organisieren sich schon selbst. Das klappt ganz gut. Gut. Dann Questbook. Ah, stopp. Erstmal das Genetic Sample Dings wegbringen, weil mir das auf den Keks geht. Fix was essen. Essen, 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 essen. So. Wie sieht es hier eigentlich aus? Wir haben schon 14 Sextuple Compressed Cobblestone. Dann könnten wir doch mal zu Septuple Compressed Cobblestone rübergehen. Indem wir hier noch einen Cyclic Assembler daneben setzen. Also einen Cyclic Assembler. Merci. Ich baue mir mal kurz 64 davon. Brauche ich eh mal wieder. So, Cyclic Assembler. Ich brauche Redstone Energy Conduits. Ich brauche Item Ducts und Servos. Item D. Und Servo. Okay. Boden aufmachen. Erstmal hier den Strom legen. So, dann wieder mit Kobbel zumachen. Ein Köbelchen. Kobbel zu. Dann da den Cyclic Assembler drauf. Ein davon und ein Servo. So, Servo um. Nein, nein, so rum. Leere Hand. Whitelist brauchen wir nicht. So. Jetzt bringt er die hier in der Theorie rüber, wenn denn bei dem Ding da ein Eingang wäre. Da ist ein Ausgang. So. Jetzt brauchen wir noch ein Schematic. Schematik. So, nehmen wir eins. Gehen wir hier hin. Sagen hi, hi, hi. Oh, das ist weggeworfen. Nicht gut. Das Schematik geht da hin. Und hier bauen wir uns einen. Was ist das hier? Septuple Compressed Cobblestone. 4 Millionen Cobblestone in einem Blöckchen. Ja. Gut. Von denen brauchen wir dann 9. Ist das richtig? Davon brauche ich 9. Stone Storage. Triple Compressed Cobblestone. Aber wir haben noch hier irgendwo noch Bragging Rights, oder? War das nicht hier? Da. Octuple Compressed Cobblestone brauche ich einen. Also wir brauchen 9 von denen. Einen haben wir jetzt in der ganzen Zeit. Gut. Könnten wir die anderen Sachen nochmal angucken. Stormcraft brauche ich noch eine ganze Menge Zeug. File. Habe ich zu viel Fiolen da? Aus irgendeiner Quest. File. Okay, File of Essentia. Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht schlimm. Ist alles nicht schlimm. Thermal Expansion. Da können wir eigentlich mal was machen hier. Ich brauche mal ein Compression Dynamo. Compression Dynamo, aber das machen wir erst in der nächsten Folge bei Let's Play Minecraft Green Skies. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.